Ich grüße dich herzlich, Calidialis Silizium. Ich habe schon ein Video gedreht wegen Silizium. Viele Menschen nehmen dieses Element nicht so ernst, aber Silizium brauchen wir nicht nur für die Haare, Haut und feine Nägel. Wir brauchen das für die wichtigste Stoffwechselprozesse, Wechselprozesse in die Zelle. Und Silizium brauchen wir für die Zirbeldrüse. Zirbeldrüse entsteht aus Wasser und Silizium. Wir brauchen Silizium, um Körper zu entgiften, mit Problemen, mit Krankheiten zu arbeiten und gegen Krebs, gegen viele Parasiten, weil Silizium hat so eine Fähigkeit, die Kapsel, die kranke, kaputte Zelle und lässt die Zelle selbst vom natürlichen Ablauf absterben und leitet dann später durch ganz normale Entgiftungsprozesse raus aus dem Körper. Beim Gehirn, das ist genau wie kallidiales Gold, braucht unsere Zirbeldrüse Silizium, um die Zirbeldrüse zu aktivieren, richtig aktiv zu arbeiten. Das gibt dem Mensch die Ruhe, die viele Menschen haben, zum Beispiel Nervenproblem, die sind unruhig, die können nicht ruhig schlafen, weil es ist auch Zirbeldrüseprobleme, Ablagerung an Zirbeldrüse. Und Silizium hilft auch bei solchen Problemen wie Ausleitung von Toxinen, Giftstoffen, Metalle. Es ist quasi, er macht nicht alleine, er bringt den Körper in so eine Zustand, das vom alleine zu machen. Und Silizium am besten, wenn wir in organische Form nehmen. Beispiel Silizium ist drinnen im Bambus, aber auch teilweise in vielen grünen Produkten, aber in ganz geringen Menge. Kallidiales Silizium wird auch super von dem Körper aufgenommen durch die Schleimhaut und geht direkt ins Mund. Allerdings kallidiales Silizium soll man im Mund halten, dass das wirklich reingeht direkt ins Gehirn. Das braucht man keine Barriere beschränken, weil das ist wirklich in so eine Größe, dass die Zelle, dass das Blut einfach weiter leiten kann. Und deswegen ist sehr gut vom am Tag so 3 Esslöffel vom kallidiales Silizium nehmen, 20 ppm so ungefähr. Und auch soll man Kinder geben, kleinen Kinder geben. Also meine Tochter, die ist 2,5 und verlangt selber Beispiel kallidiales Gold und kallidiales Silizium. Die geht bewusst rein und sagt, das will ich dies und das. Und genau wie Zedernussöl. Und dann gebe ich ihr. Intuitiv nimmt das, was sie braucht. So wie die Tiere, ja, so wie die Lebewesen, welche noch nicht abgekapselt von ihrer Intuition. So, einfach ein bisschen Info für euch, dass ihr bewusster damit umgehen könnt und versteht, wozu ist manche Helfer in unserem Leben da sind. Auf jeden Fall, Silizium braucht unseren Körper, weil die Parasiten verbrauchen auf erster Stelle Silizium, weil der Körper verbraucht das sehr stark beim Stresssituation, beim Krankheiten. Und dann, wenn es fehlt Silizium im Körper, passiert folgendes: Hautprobleme auftreten, Neurodermitis, Psoriasis, Schupfenpflicht, aber auch treten solche Probleme wie Nervosität oder natürlich Immunsystemschwächung und Stoffwechselprobleme. Okay, dann ich wünsche dir vom ganzen Herzen alles Gute. Wir sehen uns. Bis bald. Ciao.